Gut. Endlich geht die Arbeit wieder voran. Leider sind unsere Werkzeuge abgenutzt und furchtbar ineffizient. Wir sollten unsere Männer neue herstellen lassen. Eisenerz gibt es in der Gegend ja zur Genüge. So sparen wir Kosten und kommen schneller voran. Hallo YouTube und willkommen zurück hier auf meinem Kanal bei Transport Fever. Wir sind stehen geblieben hier mit der Werkzeugproduktion. Warum die Meldung gerade nochmal vorgelesen worden ist, ist ganz einfach zu erklären. Das ist jetzt eine neue Session und wenn man den Spielstand jetzt frisch eingelesen hat, dann kommt eben wieder das Missionsfenster und es wird nochmal erklärt, was man machen soll. Ganz praktisch eigentlich. Hier steht unser Zug, der auf Eisenerz wartet. Was eigentlich von hier kommen sollte. Jetzt hatten wir letztes Mal den einen Bahnhof außerhalb des Einflussbereichs gebaut. Deswegen hatte das noch nicht funktioniert. Und jetzt steht hier Linienbenutzung. Ja, und die Produktion steigt. Letztes Mal war es noch bei 0. Jetzt geht's aufwärts. Jawohl, jetzt scheint es zu funktionieren. Dann schauen wir doch mal. Ja, 4 von 7 Eisenerz sind aufgeladen. Und man sieht hier wirklich, immer wenn eine Einheit eingeladen wird, dann steigt das hier von der Grafik her der Waggon. Also gut animiert hier. Je nach Füllstand ist der Wagen mehr oder weniger gefüllt. Und wir können ja mal mitfahren bei der ersten Fahrt von unserer Eisenerzlieferung zur entsprechenden Werkzeugfabrik. Das Mitfahren hier mit auf dem entsprechenden Zug oder im Bus oder so ist wirklich ein ganz nettes Feature. Finde ich wirklich richtig lustig, hier mal mitzufahren. So kommt mal ein bisschen Abwechslung rein. Bei dieser noch relativ leichten Kampagnenmission. Und hier der Passagierbahnhof von Laramie, da fahren wir jetzt hin. Noch mal kurz gucken. Wie hieß die Stadt hier nochmal? Ah ja, Rawlins, genau. Von Rawlins nach Laramie. Das ist auch Amerika, riesengroße Landschaften, viel Wüste. Leider kann man bei dieser Kamerafahrt den Winkel nicht verändern. Das kann man nur machen, wenn man hier mit diesem Symbol arbeitet.
Dann kann man nämlich rein und rauszoomen. Und der Zug bleibt immer zentriert. Oder auch die Kameraeinstellung ändern. Schauen wir uns die Lok einmal genauer an. Wirklich sehr viel Liebe ins Detail haben die Entwickler gesteckt. Hatte ich ja schon mal erwähnt, dass ich das richtig toll finde hier. Ich bin schon gespannt über neuere Züge oder auch später die Schiffe und die Flugzeuge, die hier noch kommen. Sonst hätte man ja hier die ganzen Buttons hier nicht mit Wasser und Luft. Dauert nicht mehr lange, dann sind wir hier gleich am Zielort angekommen. Nur noch einmal hier so um die Ecke rum. Wir haben ja das Indianervolk umfahren. Das für ein großer Steinbrocken hier. Ist ja schon fast größer wie die Bäume. Die Bäume sind im Verhältnis zur Lok eigentlich relativ klein. Ein bisschen beschleunigen. Ist doch eine ganz schön lange Strecke hier. Machen wir mal vierfache Geschwindigkeit. Ein großer Umweg, damit wir den Indianern quasi aus dem Weg gehen. Damit wir uns da keinen Ärger einholen. Unser Kredit ist schon aufgebraucht. Das sehen die Investoren ungern. Aber wenn wir nett fragen, legen sie vielleicht noch etwas drauf. Oh, das könnten wir, weil wir nicht mehr so viel Geld haben, einen weiteren Kredit bekommen. Okay. Und die erste Lieferung ist jetzt angekommen vom Eisenerz. Jetzt können hier Werkzeuge produziert werden. Wir müssen insgesamt 10 Werkzeuge produzieren, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Tour. Das dauert ja jetzt noch ein bisschen. So, Medaillen. Wir können ja mal gucken, was wir noch an Medaillen erreichen können.
Finde das versteckte Goldnugget. Goldnugget. Ein Werkzeugvorrat anlegen. Das dauert ganz schön lange bei der Riesenstrecke hier. Vor 19 oder 1874 fertig werden. Da haben wir noch 5 Jahre gleich Zeit. Oder nie das Budget überschreiten. So, hier sind die Indianer. Hier stapelt sich schon das Eisenerz. Boah, 33 Eisenerz warten jetzt hier schon. Da müssten wir ja noch viel mehr Züge fahren lassen. Aber wir haben ja kaum noch Geld, 270.000. Kriegen wir gerade mal einen Waggon für. So, was ist hier? Fragezeichen. Es geht das Gerücht um, dass im Ödland vor uns ein riesiger Klumpen Gold vergraben liege. Die ersten Siedler sollen ihn auf der Flucht vor räuberischen Revolvermännern irgendwo im Niemandsland eingebuddelt haben. Ein alterndes Saloon-Girl in Laramie weiß mehr. Aha, hier geht es um das Goldnugget. Okay, in Laramie weiß irgendjemand was? Okay, dann gehen wir mal nach Laramie. Laramie. Das war ja hier unten. Hier ist noch ein Fragezeichen. In der Wüste, sagt die Lady im Saloon, sei das Riesennugget versteckt. Das ist natürlich reichlich unpräzise. Allerdings meinte sie auch, dass die Indianer das Nugget möglicherweise schon gefunden, es dann aber wieder vergraben hätten, weil man ihrer Auffassung nach Gold nicht essen könne. Okay. In der Wüste. Ja, Wüste haben wir ja überall. Und jetzt müssen wir quasi zu den Indianern, um mehr zu erfahren. Jetzt haben wir die Indianer ja in Ruhe gelassen. Vielleicht ist das ja jetzt sogar von Vorteil. Schauen wir doch mal. Hier sind die Indianer. Ein kleiner Indianerjunge, der uns offenbar wohlgesonnener war als seine Väter, hat einem unserer Leute Folgendes zugeflüstert. Im Gebirge, das die Sonne gute Nacht küsst und wo der Schatten des großen Baumes den schweren Stein durchbohrt, findet man nichts, das man essen kann. Was das wohl bedeutet? Aha. Im Gebirge, das die Sonne gute Nacht küsst. Und wo der Schatten des großen Baumes den schweren Stein durchbohrt, findet man nichts, das man essen kann. So, gerade hieß es ja noch, in der Mission davor, da haben die Indianer ja das Nugget gefunden, aber dann wieder vergraben, weil man nach ihrer Auffassung das Gold nicht essen könne. Und
Jetzt findet man da nichts, das man essen kann. Also wird das schon das Gold Nugget sein? Also, was haben wir für Hinweise hier? Wir haben ein Gebirge. Dann haben wir hier irgendwo einen Schatten von einem großen Baum, der dann auch noch einen Stein durchbohrt. Ja, da machen wir uns dann in der nächsten Folge mal auf der Suche nach dem Goldnugget. Ja, mal gucken, ob wir den hier in dieser riesigen Map finden. Bin ich mal gespannt. Ja, dann schaltet doch in der nächsten Folge wieder ein. Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam auf Goldsuche gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.